Moin moin zusammen, mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber der Fotoschule und vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch an die erste Folge von Hamburger Fotolocations. Da hat es jetzt eine kleine Pause gegeben, im Winter drehe ich euch eine ganze Reihe von Folgen dazu. Ja, moin moin zusammen, hier zur Folge 2 Hamburger Fotolocations. Du siehst es, ich stehe nicht in Hamburg. Macht aber nichts, es ist eine Location, die ist vor den Toren Hamburgs. Es handelt sich mal wieder um ein Video aus der Lüneburger Heide. Diesmal bin ich nicht in Undeloh, dazu gibt es schon ein Video, sondern in der Nähe von Innsmühlen. Das ist kurz vor Handeloh, ein unglaublich schönes Fleckchen der Lüneburger Heide. Sehr gut geeignet zum Fotografieren, für kleinere Wanderungen. Im Gegensatz zu der Gegend rund um Undeloh geht es auch ein bisschen was an Bächen und an Moorlandschaft. Auf alle Fälle mal herfahren und hier fotografieren. Jetzt im Moment gab es viele andere Projekte, die bei uns so anstanden und insofern haben wir uns um alles Mögliche gekümmert und nicht so sehr um die Hamburger Fotolocations. Jetzt soll es hier aber wieder losgehen. Und zwar ist es September, das ist die allerschönste Zeit, um in der Lüneburger Heide zu fotografieren. Und es ist ein sehr schönes Gebiet der Lüneburger Heide. Wir sind direkt im Landschaftsschutzgebiet Lüneburger Heide unterwegs. Und heute zeige ich euch so ein bisschen, was hier geht. Wenn ihr Interesse daran habt, wie es vor Ort aussieht, dann fahrt doch einfach mal her. Es lohnt sich auf alle Fälle. Ich würde euch empfehlen, ein bisschen was Weitwinkliges mitzunehmen und vielleicht auch ein Makro. Gerade so im September, wenn die Heide blüht, macht natürlich ein Makro auch richtig viel Sinn und hilft euch dabei, ein paar Nahaufnahmen der blühenden Heide zu machen. Auf alle Fälle findet ihr den Link zu der Location, wo ich hier stehe, unten in der Videobeschreibung eingebunden. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr mal nach hinten guckt, es gibt große freie Flächen, gleichzeitig hier tatsächlich auch so ein bisschen Bach und Seen- und Moorlandschaft. Alles das ist richtig cool in der Nähe von Innsmühlen im Naturpark Lüneburger Heide. Ja, was wäre meine Empfehlung an dich mitzunehmen? Meine Empfehlung an dich ist auf alle Fälle Filter mitzunehmen, gerade wenn so ein Tag ist wie heute. Ihr seht es im Hintergrund, Himmel sehr hell mit schönen Wolken, die du schön rausarbeiten kannst, zum Beispiel mit einem Grauverlaufsfilter. Gleichzeitig die Heide unten am Blühen, das hilft dir richtig. Ich würde auch ein Stativ mitnehmen, das ist in der Landschaftsfotografie generell schön, weil du einfach ein bisschen bewusster fotografierst. Jetzt nehme ich dich mal ein bisschen mit hier in das Gebiet und dann sehen wir uns am Ende des Videos nochmal kurz wieder. Ja, da ich euch kenne, kommt ja als nächstes die Frage, Frank, bei deinem Ausflug in die Heide, was hast du dabei? Gut, was habe ich dabei? Zum einen habe ich einen Rollei C5i Carbonstativ dabei. Darauf steht im Moment die Kamera, die hier aufnimmt. Ich muss ja ein bisschen dazu sagen, das, was ich hier mache, ich habe hier nämlich noch weitere Videos gedreht, ist ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ihr macht. Aber ich habe ein Stativ dabei, ein kleines, faltbares, was zur Not auch in meinen Rucksack passt. Dann habe ich dabei eine EM1 Mark II, eine Olympus OMD EM1 Mark II, die filmt jetzt hier gerade. Und obendrauf ist ein Aufsteckmikro, dazu gibt es auch demnächst ein Tutorial auf diesem Kanal. Das erzeugt im Moment den Ton. So, das ist mein Filmequipment, das ist für das kleine Besteck hier alles, was ich da dabei habe. Zum Spielen habe ich eine zweite Kamera dabei, da habe ich einfach ins Regal gegriffen und das ist in dem Fall eine Pen F. Und auf meiner Pen F ist im Moment drauf das 60er Makro. Also das M2ICO 60mm Makro, das habe ich auf der Pen F. So, dann habe ich hier einen Andör Kameraholstergurt dabei und dazu da dran eine Gürteltasche von ThinkTank, eine iMover. Hier drin ist ein bisschen Tonzeug, das ist auch nicht das, was ihr braucht.
Natürlich Streulichtblenden für die Objektive, aber das Wichtige für euch, ich habe einen Weitwinkel dabei. Einen 7 bis 14 für Olympus, also 14, 28 Kleinbild, Bildwinkel. Dann habe ich dabei einen 17 mm. 17 mm, also 35 bzw. 34 mm Bildwinkel, ein Kleinbild. Das habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich die PenF dabei habe, weil die gehören für mich untrennbar quasi zusammen. So, dann wollen wir gucken, was haben wir hier noch. Dann habe ich hier ein kleines Weitwinkelobjektiv. Das ist ein Laowa 7,5 mm Blende 2.0. Gibt es demnächst ein Tutorial zu. Das habe ich hier auch dabei gehabt. So, und jetzt wird es hier auch schon eng. Bisschen was an Deckeln, Akkus und so ein Zeug. Dann habe ich natürlich dabei eine kleine Actioncam, falls mal so schnell was gefilmt werden soll. Das ist eine Rollei 430. Auch dazu kommt bestimmt demnächst noch irgendwas. Und dann habe ich hier einen Rucksack dabei, da ist noch ein bisschen Zeug drin. Beispielsweise mein gesamtes Filterzeug, also hier die Rollei-Filter in Hülle und Fülle, jede Menge Filter. Ich habe hier noch ein paar Wechsel-T-Shirts dabei für Videodreh. Ich habe hier noch eine Apfelschorle dabei. Und dann war es aber auch so ziemlich. Nein, stimmt nicht ganz. Ich habe noch einen Gimbal dabei, ein Uoplay-Gimbal-Video. Habt ihr schon bestimmt gesehen, um mit dem Handy mal schnell noch irgendwas filmen zu können. Das ist das, was ich hier heute in der Heide dabei hatte. Was ich euch empfehlen würde, wäre ein Weitwinkel. Irgendwas im Standardbereich, also vielleicht so ein 50 mm, da ist ein 25 mm 1.2, also Bildwinkel 50 mm gerade auf der EM1 Mark II drauf zum Filmen. Und dann vielleicht noch die eine oder andere Festbrennweite und ein bisschen Filterkram, Stativ nicht vergessen. Da konntest du einen guten Eindruck gewinnen von dem, was hier so möglich ist. Auch wie es hier landschaftlich aussieht. Wie gesagt, freie Heideflächen, größere, dann wieder unterbrochen vom Wald. Du hast ja auch den ein oder anderen Videoschnipsel gesehen, den ich hier eingeblendet habe und ein Gefühl dafür bekommen hast, wie es hier aussieht. Meine Empfehlung an alle Hamburger und natürlich, wenn jetzt alle 1,7 Millionen Hamburger hierher fahren, dann gibt es hier eine Katastrophe. Trotzdem an alle Hamburger Fotografen, geht in die Lüneburger Heide, egal ob ihr Models fotografieren wollt, eure Familie fotografieren wollt oder einfach der Landschaftsfotografie nachgehen wollt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und besonders eben im September, wenn die Heidepflanzen blühen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und immer schön dran denken. Wir sehen uns wieder.